herzlich willkommen bei der Eignungsprüfung im Turnsaal. Die erste Übung, wie wir sehen können, ist 8 Minuten Laufen. Die erste Station des Parcours ist das Dribbeln mit einem Basketball durch den Slalom. Dabei ist wichtig, dass bei jeder Stange die Hand gewechselt werden muss. Die zweite Station ist das Hüpfen durch die Reifen, wobei blau links bedeutet, rot rechts und gelb beidbeinig. Beim Seil muss man sich umdrehen und den Parcours ab hier rückwärts bewältigen. Am Ende des Parcours sehen wir noch eine Vorwärtsrolle.